machen wir denn jetzt die ganze Nacht? So springen oder was? Wir könnten eine Treppe bauen. Eine Treppe. So, Holz brauchen wir natürlich dafür. Mensch, ich bin ja auch schon wieder geistig verwirrt. Verwirrt. Und weil ich wirklich geistig verwirrt bin, ja, bin ich geistig verwirrt. Ja, jetzt habt ihr alle gedacht, es kommt so ein ultimativer Witz, den nur ein guter LP machen kann, aber nö. Oh, hallo Außenwelt. Tschüss Außenwelt. So, acht hier müssen wir auch noch machen. Das soll ja alles akkurat aussehen. Yay, und wir sind bis zum Stein gekommen. But I'm gonna die if I buddel tiefer und so. Ja, natürlich werden wir dann sterben. Oh, jetzt eigentlich unten gegraben. Das ist immer sau risky. Zumindest in Minecraft. Im Real Life ist das gar nicht riskant. Können wir ja schließlich in Lava fallen oder in Höhlen mit Creepern. So. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. So. Haben wir noch ein bisschen Kabelis-Drones gefarmt. Und, kommen die nachts. Oh Gott, Zombie. Ja. Hallo? Hey, wenn ich mache, dann haut das Ding ab. Praktisch. War? Na? Hey, komm mal ein bisschen her. So, auf die Fresse. Auf die Fresse! Ich stelle mich hier mal ein bisschen in die Tür, um den Bogenschützen zu entkommen. Falls sie hier noch irgendwo ist. Ach, da im Wasser ist er. Mach da eine schöne Schwimmtour. So, kurzer Ausblick. Da ist ein Creeper, da ist ein Skelett. Oh no, Creeper kommt! Ich muss ins Haus ganz schnell. Ich kann nicht mal mehr sprinten. Meine Hungersanzeige tanzt auch schon die ganze Zeit. So. Ich muss gerade überlegen, wie weit muss ich denn da Mut dehlen? Noch ein weiter von da aus. Okay. Ah, dann habe ich das ja schon perfekt. Da kommt da helles Holz oder dunkles Holz? Das kann ich von unten gar nicht erkennen. Ach, helles. Und da kommt dann Dirt hin und dann passt da auch wieder alles. Das passt da so gut wie Pasta. Zahnpasta. Zahnpasta jetzt zum Essen. Schmeckt bestimmt ganz gut. Schmeckt bestimmt ganz minzig. Keine Ahnung, muss noch mal ausprobieren. Also wahrscheinlich schmeckt es dann so, wie es im Mund schmeckt. Schmeckt. That's what she said. Ach, nicht eh. Und ducken und ein bisschen. Okay, hier ist nichts. Dann holen wir die Sachen erstmal ins Inventar. In die Kiste. Die Kiste ist ja ein erweitertes Inventar, also ist es von so weit her richtig. Ah, und da steigt die Sonne wieder auf und der Mond geht da unter. Okay. Da sind zwei Creeper, da will ich nicht hin. Da hinten sind auch zwei Creeper, da ist ein Skelett. Und da ist noch ein Zombie. Ja, super. Und da ist... Ach, da ist noch ein Oktopussi. Jackie Chan. Nee, ich warte noch. Ist ja gleich hell genug. Dann brennen hier alle Viecher. In Klammern hoffentlich. Scheiße, das ist ein Skelett und zwei Creeper, ey. Wir haben nur drei Leben und ein Steinschwert und keine Rüstung und so. Und, we are gonna die, Beach. Ist natürlich hier ein bisschen abgefuckt, muss ich mal zugeben. Ah, das Skelett brennt. Und es sucht sich nicht mal Schutz irgendwie, so unterm Baum oder so. Da ist auch noch eine Spinne. Wieso brennt denn nicht mehr? Brenn mal weiter. Also, da kennt man bestimmt ja alles nur auf YouTube, wenn man auf 720p schaltet und Vollbild und keine Ahnung. Oder man schaut auf 1080. Ja. Obwohl, 1080, das ist ja sogar richtig. Mensch! Den Fail entdeckt, der richtig war.
Meine Fresse. So, wir holen uns schon mal ein paar Samen für unsere Nahrungsvorräte. Wir kriegen zwar nicht direkt dadurch Nahrung, aber indirekt. Weil die können wir einpflanzen und dann talala und filalo. Ich denke, das muss ich nicht großartig ausführen bei den ganzen Minecraft-Pros, die es hier gibt. Ui! Alter, das Skelett hat aber viel gedroppt. Zwei Knochen und zwei Pfeile. Ist ja keine schlechte Ausbeute. So. Ich brauche ein bisschen hier die normalen Bäume, also nicht diese Birken. Sondern eher die gute alte Eiche. Oder Eichelbaum. Was? Ich habe nichts gesagt. Oder eine Eiche in Large. Eiche L. Aha, ha, 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 ha. Billige, perverse Witze. So. War hier irgendwie noch ein Zombie oder so? Ich meine natürlich der Zombie. Nee. Ist ja fast schon ein bisschen schade. Weil Zombies, die verprügel ich immer so gerne. Das ist schön, ja, das ist so ein bisschen wie Joggen. Einige joggen halt, einige verprügeln Zombies und ich verprügel Zombies. Auch im Real Life. Natürlich mache ich das. Wer von euch macht das denn nicht? Oder ich werfe die immer mit Schallplatten ab. Siehe Shaun of the Dead. Nee, aber siehe wirklich bei Shaun of the Dead. Der Film ist gut, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Ist eine, ja, Parodie auf Dawn of the Dead. Und ist sehr, sehr lustig, wie ich finde. Aber naja. Genug Tipps hier. Für die Filmtipps ist ja eher Filmkritik TV oder irgendwie sowas da. Ich bin ja eher dafür da, um euch ein bisschen zu entertainen. Oder M, nur mit N. Oder Enten tamen. Also die als Haustiere machen. Also ich bin schon beeindruckt, wie schlecht dieser Witz war. Da bin ich ja wirklich schon ein bisschen beeindruckt. So, gerade mal kurz auf die Uhr geguckt. 16.16 Uhr. Coole Zeit. Die ist wirklich sehr cool. Die steht nämlich immer in der Lederjacke rum, die 16.16 Uhr. Nein, tut's natürlich nicht. Die ist voll uncool, die 16.16 Uhr. Cooler sind solche Zeiten wie 6.66 Uhr. Die Teufelszahl. Und es ist auch total möglich. Das brauche ich noch, das brauche ich noch. Und... Ah, komm, mach ich mir das aus Eisen. Die... Ho. Die Hure... Was? Unseren Hobro. Oder unseren Homo. Da lasse ich Spekulationen für euch offen, was euch lieber ist. Auch wenn das gar keine Spekulationen sind, aber egal. Unwichtig, nebensächlich, egal. Irrelevant. Nada. Na gut, nada vielleicht nicht, aber... Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. In Klammern hoffe ich. Wahrscheinlich schwafel ich hier die ganze Zeit um mich umher und wirf mit Worten um mich rum. Und ihr versteht gar nicht, was ich meine. Und dann schreibt ihr so in die Kommentare, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ich dann so, oh nein, oh, oh. Jetzt bin ich traurig und so. So, klatsch. Wir sind hier wie Klitschko und machen ein Gras nach dem anderen kaputt. Was? Ja. Nee, aus dem Gras, da drehen wir uns noch Stängel draus. Ähnlich wie der gute alte Bob Marley. Ah. Kommt irgendwie gut gerade im Sinn hier gerade so bei der Musik, da kommt einem auch wirklich nur Bob Marley in den Sinn. Oder Seed oder irgendwie sowas. Also der Seed, den ich hier habe. Den ich auch nicht verraten werde. Vorerst. Ja genau, Eimer und dann hier raus und Wasser holen und yeah und Wasser und oh, jetzt hab ich mein Bildschirm angerotzt. So, erstmal kurz hier die Schaufel holen. Moment. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das macht schon Sinn, dass ich das so abzähle. So, uns abfließen lassen. Fertig. Ah, Mamma mia, das ist ja schon fertig. So. Jetzt können wir nämlich ein großes Feld bewirtschaften. Und je größer ein Feld ist, desto besser ist es. Wobei man Feld auch mit anderen Wörtern austauschen könnte. Wie zum Beispiel Popularität. Ja, je größer die Popularität ist, desto besser. Ah, heute kommen mal wieder ganz, ganz viele sexistische... Nein, nicht sexistische, aber perverse Witze. Sexistische Witze sind ein bisschen was anderes. Ja, wieso schlagen Frauen mit der Linken? Weil sie keine Rechte haben. Sehr, sehr witzig. Alter, aber für ein Anfangsfeld ist das wirklich gigantisch, ne? Ist ja nicht schlecht. Normalerweise, wenn ich so... ja... kleinere Dinge habe, dann... ja... ja... wenn ich kleine Eier habe... ein königliches Gelächter! Was ist denn das für ein Sound? Boah, das ist Actionmusik! Boah! Also die von Action Man. Natürlich. So, ganzen Dinger hier weg. Weg, 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 weg. Ich hasse euch alle. Ihr hohes Gras. Boah, ich spawn immer Pokémons. Pokémon, was ist eigentlich der Plural von Pokémon? Pokémons oder Pokémon? Keine Ahnung. I have to google it after the Aufnahme. And my Anglicismen are very good. I have to say this. And my Minecraft Let's Play is the best of the world. Auf die Whole World. Also auf der hohlen Welt. Und total hohles. Alter, ey. Aber ich dachte, ihr wärt... ach, hier war der Creeper, ne? Der hier explodiert ist. Ja. Ja. Scheiße. Ich meine natürlich... Mist. Oh. Dieser Schelm. Dieser Lump. Wie konnte er es nur wagen? Was haben wir hier denn? Sollen wir mal was Cooles machen? Wow! Hilfe! Hallo? Ich muss wohl heute nach unten gehen. Bis ich zu tief geschürft habe. Ja, sie haben zu tief geschürft. Ah gut, hier ist nichts mehr. Schade! So, jetzt muss ich hier aber raus. Langsam wird die Luft hier drin knapp. Ähnlich, als wenn man so von einer, ja, Schneelawine begraben ist. Das ist ja auch eine Lawine, aber nur eine Sandlawine. Und es gibt ja auch, das habe ich mal gelesen irgendwo, ja, man liest zu viel. Selbst ich lese mal, ich als Gamer, das geht ja gar nicht. Und waschen, das geht auch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mal gelesen, dass man bei Lawinen so eine bestimmte... also wenn eine Lawine einen überrollt, dann soll man so eine bestimmte, ja, Stellung einnehmen, um möglichst viel Luft zu haben. Und das ist die Fötusstellung. So mit Arm vors Gesicht sozusagen. Ja. So hat man nämlich am meisten Luft, wenn man unter einer Lawine begraben ist. Und dann hat man die höchste Überlebenschance. Oh, wir haben was gelernt in einem Let's Play. Oh. Let's Play Gasmus kriege ich da. Genauso wie ein Let's Play Gast. Das macht dann irgendwie gar keinen Sinn. Egal. Was macht denn Sinn? Dass wir hier Minecraft spielen, macht auch keinen Sinn. Dass ihr zuguckt, macht auch keinen Sinn. Also vielleicht, ja, Entertainment und so, ne? Aber ich bin ja so ein Entertainer wie Dieter Bohlen und ich bin total scheiße. Ich meine, dieser Lump. Oh, jetzt habe ich den Witz direkt normal gemacht. Alter. Witze wiederholen wirkt wirklich Wiederholungstäter-mäßig. Ja, genau darauf wollte ich hinaus.